Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir schauen hier in den Motorblock eines Kundenfahrzeuges. Ich glaube, das ist der Bolt Reptilia. Und wir sehen, welche Teile wir hier jetzt gleich erneuern müssen. Die sind nämlich schön blau markiert. Ich nutze das mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Und zwar haben wir dazu dann hier die Ventilstößestange, die muss neu. Blau markiert, das sieht man von beiden wieder. Warum ist die eigentlich nicht mehr blau markiert, wenn ich drauf bin? So, die muss neu. Die muss neu. Und die muss neu. Dann müssen wir hier drüber gucken. Dann muss die hier neu. Eine hier. Und die letzten beiden in der Reihe hier. So, der Rest kann dann alles wieder mit alten Ventilstößelstangen bestückt werden. Weil die haben noch 75%. Und das passt ja dann. Wir haben übrigens schon alle Teile gefunden, die an diesem Wagen quasi sich kaputt gestanden haben, weil das ist ein sozusagen Mehrgenerationenwagen. Also mehrere Generationen dieser der Leute, die den hier vorbeigebracht haben, haben den schon gefahren. Quasi der Opa hat's dem Opa hat es gehört, dem Vater hat dieses Fahrzeug gehört. Und jetzt halt eben, ja, quasi dem Enkel oder unserem Kunden, und der möchte ganz gerne, dass das Auto wieder so erstrahlt, dass man es auch wirklich benutzen kann. Beziehungsweise, dass man damit wieder gut fahren kann. Er möchte es einfach wieder so nutzen, wie sich das für so ein Auto gehört. Ist hier schon ein zu viel? Nee, ne? Wollen wir die auf der anderen Seite machen? Damit uns nämlich dann nicht wieder das Spiel vorwirft, dass wir hier die falschen Teile quasi erneuert haben. Das wollen wir nämlich nicht. Das war blau markiert. Okay, der ist noch blau markiert. Na, na. Trifft da das wieder nicht so. Und der hier ist auch noch blau markiert. So, und der Rest müsste alles gut gewesen sein. Machen wir die auch noch rein. Wir müssen den Kunden ja nicht mehr Teile berechnen, als er eigentlich braucht. Ich hätte jetzt wahrscheinlich im Eifer des Gefechts einfach alles neu gemacht, was das hier angeht. Und wir haben ja auch schon etwas repariert bekommen. Und das fand ich persönlich... Oh, jetzt müssen wir gucken, welche Zündkerzen müssen neu. Die hier muss neu. Die muss neu. Und die muss neu. Hier kann eine alte rein. So. Dann einmal hier drüben hinzoomen. Hier vorne muss eine neue Zündkerze rein und dann hier muss noch eine neue rein. Gut. Zack. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Zündkabel geht nochmal. Der ist noch 1000 gut. So, dann brauchen wir hier noch ein paar Kipphebel. Habe ich mich verzählt? Verzählt bei den Kipphebeln? Muss ich ja wohl. Also die blau markierten, die habe ich doch. Nee. Dazu nicht von gekauft. Naja, gut, dann muss ich also noch ein paar kaufen. Tee. Bleibt nichts aus, ne? Voilà. Kipphebel, wir brauchen nochmal 2 Stück. Danke. Mut hat Mut. Sollen wir gleich mal gucken, ob wir denn alle markierten auch wirklich ausgetauscht haben. So, Zylinderkopf Typ A ist kaputt. Typ A. B. So. Hätten wir. Die haben, glaube ich, beide nicht geklappt beim Reparieren. Nachher habe ich den anderen doch mit repariert gekriegt und ach, naja. Kann ich mir schon wieder vorstellen. So. Nein, habe ich nicht repariert gekriegt. Gut, das war gut, dass wir den gekauft haben. So, sehr schön. Dann den Bremskopfverstärker nochmal wieder reinstecken. Eine Batterie können wir schon kaufen. Batterie.
Und dann brauchen wir für den Luftfilter rund ein Vergaser noch. Und ich glaube, den Deckel haben wir auch nicht mehr. Den schön. Nein, dann brauchen wir noch den Deckel. So. Hätten wir. Hopp. Wunderbar. Dann gucken wir jetzt mal hier in die Liste. Da haben wir überall Haken dran. Sehr schön. Können wir das jetzt mal abwählen hier. Da sind auch überall Haken dran. Irgendwie trifft er gerade nicht gut. So. Gut. Das heißt, wir brauchen noch einen Anlasser und dann hier unten noch ein bisschen was. Ich glaube, das Getriebe haben wir nicht zusammengebaut gekriegt, ne? Wir brauchen. Wir müssen mal gucken, was wir davon haben. Radgetriebe. Bis auf die Kupplungsscheibe. Nichts. Ja. Aber steht die Kupplungsscheibe hier nicht mit dabei? Ne, steht sie nicht. Nockenwelle steht mit drin. Muss ich da doch die ganze Steuerung rausnehmen hier? Alles klar, okay. Müssen wir das auf der anderen Seite auseinanderbauen, das Ding. Wir müssen jetzt erstmal einmal beim Schaltgetriebe das Ding kaufen, das Ding kaufen, das Ding kaufen. Und ein Schaltgetriebe. OHV, ne? So. Dann können wir erstmal hier die Kupplung zusammenbauen, wenn das Auto rum wäre. Achso, und hier Abgaskrümmer. Brauchen wir zwei Stück, ne? Abgaskrümmer. Ach, was schreibt er denn? Das ist ein Doppel-S. V8 OHV. Zwei Stück, bitte. Danke. Da braucht man überhaupt zwei. Der eine sah doch eigentlich noch ganz gut aus, ne? Die sind beide noch ganz gut aus. Wir brauchten gar keinen. Mist, verdammter. Wieder wird umsonst gekauft. Da hätten wir vorher geguckt. Mist. Na gut. Muss nur ab, weil eigentlich den neuen. Dann ruhig den alten. So. Wir mussten ab, weil ich die Köpfe runternehmen musste. Ja, aber na gut. Okay. Gut. Dann demontieren wir doch noch hier vorne einmal alles. Bis zur Nockenwelle. Mal einmal alles hier vorne auseinandernehmen. Ärgerlich. Aber gut. Wenn die Nockenwelle im Arsch ist, ne, dann muss man halt einmal alles abschrauben. Ja. So, ich denn die Servopumpe repariert. Na egal. Haben halt eine reparierte Servopumpe. Man hat dann doch noch Teile vom anderen Auto. Bevor wir gemacht haben im Inventar wieder. Feuerkette runter, Nockenwellenrad runter und jetzt die Nockenwelle raus. Geht nicht, weil ich den hier oben erstmal abbauen muss. Okay. Zündgabel. Nee, die Klemmen. Ach, ich werde es vergessen, sie wieder einzubauen. Deckel. Finger. Ja, Läufer. So, und Nockenwelle. Brauchen wir die jetzt neu. Nockenwelle. Diese hier. Die möchte ich gerne wieder einbauen, danke. Und dann geht es wieder von vorne los. Das Nockenwellenzahnrad davor, die Steuerkette ran. Steuergehäuse drauf. Fein. Den Verteiler. Den Läufer. Das Käppchen. Und die Zündverkabelung. Und dann können wir die Wasserpumpe wieder davor schrauben. Sehr schön. Kurbelwellenrad. Oder Kurbelwellenriemenscheibe. Der Keilriemen noch ganz ist. Hm? Wo das Auto so lange quasi nicht benutzt wurde. Naja. So, dann wollen wir noch den T-Kraftstofffilter und den Ölfilter. Das ist der Filter. Nein, das nicht mit Doppel-E. Kraftstofffilter und den Ölfilter.
Sehr schön. Gut. Ölfilter kommt von unten dran, Getriebe kommt von unten dran. Okay, dann fahren wir es jetzt so hoch. Ich glaube, die Kraftstoffpumpe habe ich repariert bekommen, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ja. Gucken wir mal hier hinten. Zusammenbauen. Kraftstoffpumpe, ja, haben wir repariert gekriegt. Sehr schön. Und dann machen wir hier mal am Getriebe weiter. Dann haben wir ein Sprungrad innen neu. Eine Kupplungsscheibe innen gebraucht. Eine Kupplungsdruckplatte innen neu. Schraube, Schraube, Schraube. Da auch. Und diese hier noch. Dann die Druckplatte. Oder den Ausrücker. Ganz neue Getriebe. Schön glänzt das. Ja gut. Und dann haben wir hier noch einen Anlasser. Oh ne, den haben wir noch nicht. Müssen wir noch kaufen. Anlasser V8 hätten wir. So. Schön. Dann können wir auch die Antriebshölle wieder einbauen. Oh, da haben sie, glaube ich, die Hitbox ein bisschen angepasst, dass man die besser erreichen kann oder besser anklicken kann. Oder? Kam jedenfalls zuvor eben. Aber sonst immer ein bisschen hakelig dahin zu kommen. So. Die Ölwanne, ist die schon wieder dran? Nein, noch nicht. Oh, guck mal, da können wir noch richtig schrauben hier. Da haben wir ja noch diese Pleuel-Deckel alle. In der Tasche. 5 Stück sind es an der Zahl. So, dann haben wir hier noch einen Ölfilter, den können wir schon mal ranstecken. Hier noch ein Pleuel-Deckel. Und dann hier noch das Pleuel-Deckel. Der Pleuel-Deckel. Ich den Ausweis mal nicht. Bauen wir die Ölwanne noch fest wieder hier. So. Anlass haben wir, das haben wir. Wir haben Klemme B haben wir vergessen. Und Öl müssen wir noch aufkippen. Machen wir aber jetzt. Erstmal haben wir hier Klemme B vergessen. Da haben wir eine Klemme B vergessen. Und da ist die andere. Ah, so, auseinanderschrauben, Öldeckel auf, Öl rein. Und ja, und dann können wir ja schon mal kontrollieren, ob wir alles fertig haben. Das sollte aber eigentlich so geklappt haben. Dass wir das gut rest. Ach nee, die Karosserieteile fehlen uns noch, ne? Genau. Aber den Rest können wir schon mal überprüfen. So, hier haben wir nichts mit. Doch. Nein, oder? Ernsthaft, ein Kipphebel? Dieser Kipphebel dort? Oh. Weiß ich, warum ich einen zu wenig hatte auf der anderen Seite. Oder zwei zu wenig eigentlich. Ist aber auch blöd, ne, dass die Markierung einfach verschwindet. Siehst du es nicht mehr. Könnte man vielleicht auch noch ein bisschen besser machen. Naja. Quatsch. Aber wir haben es durch. So. Gucken wir jetzt nochmal. Der Kipphebel ist auch gut. Alles klar. Repariere oder Wechselteile. Motorhaube, vordere Stoßstange, hintere Stoßstange, rechter Scheinwerfer. Rechter Kotflügel. Dahin. Das ausmachen. Body Shop. Yep. Ja. So, hintere Stoßstange, vordere Stoßstange. Kotflügel rechts war es, glaube ich. Motorhaube. Das müssen wir uns dann gleich nochmal angucken. So, nehmen wir den Motorhaube mal runter. Vordere Stoßstange weg. Rechter Kotflügel runter. Und hintere Stoßstange weg. Und zusammenbauen. Das hier, ich glaube, der Spiegel war noch was, ne, oder?
Rotflügel, Motorhäubchen, Motorstoßstange. So, gucken wir mal. Zustand ist, es ist ein Zustand. Rechter Scheinwerfer, okay. Der rechte Scheinwerfer ist es noch. T. Bin hier der schöne rechte Scheinwerfer. Ja, Old Reptilia, rechter Scheinwerfer. Schade, dass man den nicht aufklappen kann und dass man das nicht sieht, ne? Wie das in einem Aufklappenzustand vielleicht aussehen mag. Hm, naja. Gut, aber wir haben ihn fertig, den Auftrag. Gut, dann stellen wir ihn jetzt. Vor die Tür und rufen den Kunden an und sagen: Hey Mann, dein Auto ist fertig. Hey Mann, wo ist dein Auto? Und hier ist es. Und ich bekomme von dir $21.690 dafür, dass ich dir dein Auto repariert habe. Ja, das ist schön. Wunderbar. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.